freut uns sehr, dass das Büro von Frau Dr. Jasna Winter heute auch einen Livestream bereitstellt auf Facebook, sodass wir da medial auch heute die Top aufgestellt sind. Herzlichen Dank dafür nochmal. Das sind
92%. Ein Zuwachs zum Vorjahr von 0,7 Prozentpunkten. Im Jahr davor lag der Zuwachs bei 0,7 Prozentpunkten. Im Jahr davor lag er bei 0,7. Wir haben eine total konstante Stagnation. Mehr oder weniger. Also ne, es gibt einen leichten Zuwachs, aber er ist im Grunde, er reicht nicht. Wenn wir so weitermachen wie jetzt, sind wir 2056 so weit, dass wir 40% haben. Also das ist so das, was man als ausgewogenes Verhältnis bezeichnen würde. Und wenn man sich das da anguckt, diese Monokultur, so haben wir den Bericht dann ja auch genannt. Ich habe den hier, wenn den nachher jemand mitnehmen will, die Macht der Monokultur. Wenn man sich das anguckt, dann stellt sich automatisch die Frage, sieht es vielleicht spielt da, drängt sich der Gedanke auch noch was anderes eine Rolle als Talent und Qualifikation bei der Rekrutierung und Besetzung dieser Führungsposition. Auch sehr schön sichtbar werden die Verhältnisse in Deutschland auf dem nächsten Slide. Und da komme ich zu dem Thema leichte Provokation, mit der wir auch arbeiten. Das ist unsere schwarze Liste. Da landen alle dieses Berichts, der Studie. Wir sortieren die Unternehmen und auf der schwarzen Liste landen all die, die keinen vom Vorstand haben, ganz einfach. Die ein männliches Führungsteam haben und die Vorstände sind nicht klein, ne? Also das sind 8, 5, 5, 5, manchmal sind es nur 3 bei den kleineren Unternehmen, aber in der Regel sind das so 6 bis 10. Also es ist nicht, ne? Und da sieht es einem so aus, 110 von 160 haben keine einzige Frau. Der Unternehmen. Und da sind Unternehmen bei, wie, wo man es vielleicht eher erwarten würde, ThyssenKrupp, RWE, ich weiß nicht, wie gut, das kann man glaube ich nicht so wahnsinnig gut lesen, aber es sind auch Unternehmen dabei, wo man es vielleicht weniger erwartet, wie Zalando, Xing, Uber, Zukunft der Arbeit, Fiemann, Sixt. Also, das ist schon ziemlich. Es ist ziemlich deutsch. Wir haben im Frühjahr eine weitere Studie gemacht, wo wir uns international umgeguckt haben und verglichen haben, wie steht Deutschland denn im Vergleich da? Und haben uns die 30 großen DAX-Unternehmen vorgenommen und verglichen mit den entsprechenden Unternehmen in Schweden natürlich, das ist ja unser zweites Standort, die Daten sind immer da, in England oder Großbritannien, USA, Frankreich und Polen. Jetzt würde ich mal gerne in die Runde fragen, was Sie glauben, welches Land ganz oben landet beim Frauenanteil im Top-Management? Wen? Noch andere Angebote? Norwegen war nicht dabei. Aber die USA hatten wir dabei, Großbritannien, Polen, Frankreich. Und durch Deutschland? Genau. Schließlich Deutschland. Da würde ich jetzt auch zum nächsten Slide gehen, da sehen wir die Verteilung. So sieht es aus. USA und Schweden liegen ganz klar vor. Die Schweden haben sehr gelitten. Wir haben die Studie auch in Schweden veröffentlicht und die waren, das war auf der ersten Seite vom Statistik Board, weil die das nicht glauben konnten, dass ein anderes Land vor ihnen liegt. Das hat die echt getroffen und das ist ein echter Ansporn. Also und der Anteil ist doppelt so hoch. Deutschland ist absolutes Schlusslicht, selbst in Polen, auch in Frankreich sehen die Zahlen besser aus. Und da muss man auch mal sagen, das sind die 30 großen DAX-Unternehmen, das sind die, in denen es schon am besten aussieht. Das sind die, die am intensivsten mit dem Thema arbeiten. Ne? Bei den anderen, im MDAX und SDAX, liegt das so bei 5%. Ne? Noch viel weiter. Aber eben im internationalen Vergleich kann Deutschland halt überhaupt nicht sich mit vergleichbaren Industrieländern messen. Da liegt Deutschland, das haben wir dann auch nochmal durchgezählt, tatsächlich auf einem Level mit Indien oder mit der Türkei. Und ich weiß nicht, ob das die Länder sind, mit denen man sich als Deutschland messen möchte in dieser Frage. Besonders spannend ist an dem Bericht natürlich, dass er zeigt, also dass er natürlich die Schlagzeile in den Zeitungen als Berichtsveröffentlichung war natürlich schlussendlich deutscher, so heißt er ja nun auch. Aber was wir eigentlich wollten, war zeigen, was alles geht. Also wir wollten ja gar nicht so sehr immer nörgeln nur, sondern aufzeigen, was in anderen, und zwar durchaus sehr vergleichbaren Ländern alles möglich ist und wie weit die schon sind.
hinauszukommen aus dem, dass das nur Männer Verantwortung tragen, Frauen zu Hause. Und andere Länder sind einfach wesentlich schneller an dieser Entwicklung. Und in Deutschland läuft es sehr, sehr zäh. Und genau, ich habe ja gesagt, 0,7 Prozentpunkte ist der Zuwachs an Frauen in den Vorständen in Deutschland seit Jahren. In Schweden, in Großbritannien liegt das bei ungefähr 3% pro Jahr. Und das macht unheimlich was aus. Es geht nicht nur schon weiter, sondern die Entwicklung geht auch viel schneller. Das heißt, die Schere geht immer weiter auseinander und Deutschland ist immer weiter abgeschlagen, wenn sich da nicht was ändert. Und warum ist das jetzt so in Deutschland? Woran liegt es? Das ist natürlich die große Preisfrage und natürlich gibt es mehrere Mosaiksteine, die da eine Rolle spielen, aber der dickste Mosaikstein von allen, Schuld daran, ist vor allem, da müssen wir wieder umblättern, Schuld daran ist vor allem Thomas. Thomas ist der häufigste Name in deutschen Vorständen. Das gilt jetzt für alle Börsenunternehmen, ne? Nicht nur die 30 größten, sondern für alle Börsenunternehmen, die 160, die es gibt. Und es gibt mehr Thomase und Michaels in diesen Vorständen als Frauen insgesamt. Und 5% der Vorstandsvorsitzenden heißen Thomas. Es wird also nicht rekrutiert, wenn man es ein bisschen zugespitzt sagen will, es wird geflogen. Ne? Und es werden sogar, es ist auch nicht so, dass das im Abnehmen ist. Wir haben ja gerade wieder durchgezählt. Wir hatten im letzten Jahr einen Zuwachs von 6 Frauen in den Vorständen. Ne? Also es waren 2017 hatten wir 50 Frauen, dieses Jahr haben wir 56. Aber wir hatten auch einen Zuwachs von 5 Thomasen. Also das ist nicht so, dass das langsam verschwindet oder so. Nein, die bleiben noch eine Weile ganz offensichtlich. Der typisch deutsche CEO umgibt sich einfach am liebsten mit Spiegelbildern. Und wie sehr die Spiegelbilder sind von ihm selbst, das sehen Sie in diesen grünen Bällen. Wir haben uns die Hintergründe der Leute angeguckt. Also nicht nur Geschlecht, sondern das geht weit darüber hinaus, diese Gleichheit. Ne? Also die Vorstände bestehen, sehen Sie in den Bällen, zu 92% aus Männern. Und die Männer sind wiederum in Bezug auf Alter, auf Herkunft, auf Ausbildung fast identisch. Sind im Durchschnitt 1965 geboren, ist auch mal einer von 62 dabei und einer von 67, aber im Grunde dazwischen bewegt sich. Das ist eine ganz kleine Range im Alter, also gleich alt. Sie sind zu 67% in Westdeutschland ausgebildet, zu 32% im Ausland. Können Sie selber ausrechnen, wie viel dafür Ostdeutsche sein? Also weniger als 1%. Also auch die Ostdeutschen, es sind nur die Frauen, es sind auch die Ostdeutschen, die komplett durch das Besetzungs- und Rekrutierungsmuster fallen. 74% sind ausgebildete Wirtschaftswissenschaftler oder Ingenieure. Also auch bei den Berufen ganz wenig Variationsbreite. Die Mechanismen, die da wirksam sind, die sind zum Teil unbewusst. Da wird nach größtmöglicher Reibungslosigkeit gestehen. Ne? Die verstehen sich ohne viele Worte, wissen, was sie bekommen, wenn sie ihresgleichen oder jemand, der ihnen sehr ähnlich ist, rekrutiert. Das ist auch ein Mechanismus, den jeder von uns gut nachvollziehen kann. Das ist ein Bauchmechanismus. Wenn man sich eine Mannschaft zusammenstellt, dann nimmt man automatisch Leute, die ticken wie man selbst. Das kann man psychologisch nachvollziehen. Gut fürs Unternehmen ist es nicht, weil man erschafft damit eine solche Gleichheit, dass sie ungesund wird. Ne? Der Erfahrungshorizont ist begrenzt, alle haben den gleichen Erfahrungshorizont, alle haben den gleichen Blickwinkel, der dann auch eingeschränkt ist. Was fehlt, sind kritische Elemente, jemand, der was in Frage stellt, jemand, der eine andere Sichtweise reinbringt, der korrigiert, der neu denkt, all das fehlt und das kann im schlimmsten Fall zu einem Blutding führen, das gefährlich wird, gerade heute, wo man auf so viel neue Entwicklung reagieren muss. Wir haben das bei VW gesehen, wir haben das bei der Deutschen Bank gesehen, wo so rein männliche, wahnsinnig homogene Teams einstimmig in die Krise gesteuert sind. Da hat keiner mehr gefragt, machen wir hier noch das Richtige eigentlich, sondern ohne viele Worte ist man davon ausgegangen, dass es das Richtige ist. Und da wird es eben gefährlich, im Zweifel. Es ist also überhaupt diese Homogenität, diese wahnsinnige Homogenität, ist nicht im Interesse der Unternehmen. Die lassen sich da jede Menge Innovationskraft auch entgehen. Ne? Das ist ja inzwischen in zahlreichen Studien nachgewiesen, dass diverse Teams richtig gemanagt ein wesentlich höheres Innovationskraft haben. Und zwar im Endeffekt, weil sie die Bequemlichkeit Einzelner zulassen. Ne? Dass da Manager immer wieder Teams aus nur ihresgleichen zusammenstellen. Wenn wir jetzt noch einen weitergehen,
dann sehen wir so einen typischen solchen Vorstand, da haben wir Thomas, Michael, Markus und Andreas. Und die verschwenden unheimlich viel Energie oder Fett. Ich weiß nicht, Deutscher Verbrecher, sie verwenden unheimlich viel. Verwenden unheimlich viel Energie darauf zu begründen, warum es jetzt gerade bei Ihnen, gerade in Ihrer Branche, so unheimlich schwierig ist, Frauen in Führungspositionen zu bringen. Und warum sie also quasi gezwungen sind, weiterzumachen. Wie immer, ne? Da haben wir, es gibt ja nicht genug qualifizierte Frauen, Quatsch ist, und gerade die Einführung der Quote für die Aufsichtsräte hat gezeigt, dass diese Frauen, die es ja angeblich nicht gibt, sehr wohl da sind. Diese Frauen wurden gefunden, mehr als 45 im letzten und auch im vorletzten Jahr für die Aufsichtsräte der Börsenunternehmen, die welche finden müssten. Dann, was haben wir noch? Ich habe noch nie erlebt, dass Frauen benachteiligt werden. Ja, auch so ein Klassiker, natürlich, das erleben die Frauen. Die Privilegierten oder diejenigen, die nicht von der Diskriminierung betroffen sind, haben in der Regel kein Bewusstsein dafür oder kein starkes Bewusstsein dafür. Dann haben wir, das löst sich mit der Zeit von selbst. Nein, 5,7% im Jahr, das löst sich nicht von selbst. Das sind sehr eingespielte Abläufe und Strukturen, und die lösen sich nicht von selbst. Da muss man anders eingreifen. Und das wäre bei uns. Ja, schön. Das wäre wirklich schön, weil dann würde es nämlich anders aussehen. Solange man Qualifikation immer nur mit Männlichkeit verbindet in der Rekrutierungsschablone sozusagen, wird sich natürlich auch nichts ändern. Was den Herren tatsächlich komplett fehlt, in dem Fall, ist eine positive Vision, wie sie führungstechnisch ihr Unternehmen in die Zukunft bringen wollen. Das ist ein sehr starker Charakter, und in dem, das haben wir immer schon gemacht, sind wir gut mitgefahren, machen wir so lange wie möglich weiter. Das ist das, was da passiert. Aber wir leben ja nicht mehr 1965, wo der durchschnittliche Vorstand geboren wurde. Frauen bleiben nicht mehr zu Hause. Frauen wollen und müssen arbeiten. Wir haben einen Fachkräftemangel, der behoben werden will. Wir haben die Digitalisierung, wir haben die Globalisierung, wir haben wahnsinnige Herausforderungen, die immer schneller und immer unvorhersehbarer werden. Und für diese Vielfalt von Herausforderungen braucht man einfach eine Vielfalt in den Teams, eine Vielfalt von Ideen. Für diese Vielfalt von Ideen braucht man eine Vielfalt in den Teams. So einfach ist die Rechnung im Grunde. Und da müssen wir hin, und ich glaube, das wäre ein guter Punkt, genau an die Diskussion einzustellen. Vielen Dank. Zwei Aspekte, die anders sind in den USA und auch in Schweden. Das ist da recht vergleichbar. Erstens ist der öffentliche Druck viel höher. Also so ein All-Male-Team kann man in den USA nicht mehr akzeptieren. Gibt es auch in Schweden nicht. Also über den 30 großen Börsenunternehmen gibt es weder in Schweden noch in den USA auch nur ein einziges Unternehmen, das einen männlichen Vorstand hat. Dann ist es ein Schritt weiter, dass das öffentliche Bewusstsein den öffentlichen Druck betrifft. Und das andere ist die Unternehmenskultur. Da ist Schweden, hängt Schweden mit dran, die orientieren sich da sehr stark dran. Die ist anders, die ist risikofreudiger, die ist mehr so, was gibt es Neues, wie können wir uns verbessern, was gibt es da für Möglichkeiten. Frauen sind gutes Geschäft, zeigen ja die ganzen Studien, probieren wir aus. Und wenn
wenn es nicht klappt, dann justieren wir. Also die sind viel, sind offener. Offener, Neues auszuprobieren, sie umarmen sozusagen. Die Entwicklung in Deutschland ist man in den Unternehmen vergleichsweise sehr traditionsverhaftet. Also das, was ich eben sagte, dieses, haben wir immer schon so gemacht, sind da gut mitgefahren. Der deutschen Wirtschaft geht es ja auch noch ganz gut, ne? Die nimmt sich natürlich darauf auf. Bei der DSA ja erst seit Januar dieses Jahres, von daher kann ich nicht auf die Vergangenheit gucken. Ich glaube aber, nein, ich glaube das nicht. Und ich glaube, diese Selbstverständlichkeit, bei der, die dazwischen angekommen ist, ist nicht möglich gewesen durch das LGG, durch eben auch diesen Förderplan, wo wir uns ja auch, wir haben jetzt gerade einen neuen gemacht, wieder mit neuen Maßnahmen, die über das hinausgehen, die nicht eingeschrieben war. Und ich glaube, in den Unternehmen ist es einfach eine Selbstverständlichkeit inzwischen. Also es ist auch nicht mehr so, dass das so, dann kommt so, da ist einer, die ist da nur wegen, sondern das ist ein relativ normaler Bestandteil des Unternehmens inzwischen. Und ich empfinde das auch nicht, also auch in der Personalgewinnung, eigentlich nicht als Druck. Also sagen wir mal, wenn man guckt, wir haben ja eine Frau im Vorstand noch, also ich glaube, wir werden aber wahrscheinlich auch wieder eine Frau im Vorstand kommen. Ich bin da sehr willkommen, ich bin da sehr optimistisch. Auf der Ebene darunter haben wir fast 50% Frauen. Bei uns ist es so, wenn wir, je näher wir an gewerblichen Mitarbeiter kommen, die eben den Müllwohnungen über die Straße reinigen, da wird es halt schwieriger und da wird es auch in der Führung einfach schwieriger, Frauen zu finden. Aber wir haben jetzt das erste Mal ja auch 15 Frauen in der Müllabfuhr rekrutiert. Ich sage auch im Jahr 2018, es ist ein bisschen auch da der Kulturwandel nochmal angetreten worden. Ich glaube, da tut sich einfach was. Und durch diesen Zwang vom Gleichstellungsgesetz macht einen das natürlich auch nicht mehr. Ja, ich glaube, das ist die Rolle. Und jetzt bei welcher Zeit das Beispiel denn, dass es sozusagen ohne eine Quote auch in der Wirtschaft nicht geht, dass es nicht bewegen wird? Ja, man muss natürlich unterscheiden. BSR ist ja ein landeseigenes Unternehmen und für die landeseigenen Unternehmen gilt das Gleichstellungsgesetz. Also man behandelt letztlich, wenn ich mal so ein bisschen platt sagen darf, die landeseigenen Unternehmen wie die landeseigenen Behörden in dem Sinne. Also es gibt die Quote, es gibt feste Ziele, was den Anteil von Frauen angeht und eben ein Berichtswesen auch darüber. Ich denke, ganz grundsätzlich kann man natürlich nicht jedes Unternehmen in der freien Wirtschaft, wo der Staat nicht 100% hält, genauso behandeln wie die staatseigenen Unternehmen oder Behörden. Sollte man, finde ich, auch nicht. Sondern da muss man sich eben die Frage stellen, wie können wir das so gestalten, dass was passiert? Ich denke, darüber sind wir uns einig. Wir müssen den Frauenanteil erhöhen in den Unternehmen, wir müssen Diversität auch in der freien Wirtschaft haben. Aber ich glaube, dass man einfach noch mal ein bisschen darüber nachdenken sollte, ob es mit einer Quote allein, ob das das richtige Mittel ist, um in der freien Wirtschaft anzusetzen. Und da glaube ich, sind die Ursachen und die Maßnahmen, die ergriffen werden müssen, sehr vielschichtig. Ich möchte mal eine Sache aufgreifen, die Sie gesagt haben, Frau Ankersen. Ja, es wird immer gesagt, ja, wir haben nicht genug qualifizierte Frauen von den Thomasen, Andreas oder Markus oder wie sie heißen. Und dann haben Sie uns gezeigt, welche Qualifikation denn die meisten Vorstände haben, nämlich Wirtschaftswissenschaft oder Ingenieur. Und ich komme ja auch aus einem Unternehmen, aus einem deutsch-schwedischen Unternehmen, Vattenfall, und bin da als Juristin tätig gewesen, bevor ich dann ins Berliner Abgeordnetenhaus gewählt wurde. Und da ist es schon so, dass mittlerweile, früher konnte man als Jurist oder Juristin ja auch irgendwann mal vielleicht, wenn man Glück hatte, in den Vorstand gehen. Das ist heutzutage, wird es in diesen Bereichen, vor allem die auch eher technisch geprägt sind, als Branche dominiert, von diesen Berufsfeldern Wirtschaftswissenschaften und noch viel mehr als vorher Ingenieur oder Wirtschaftsingenieur.
Und da muss man sich natürlich schon die Frage stellen, könnten wir, müssten wir nicht erstmal auch da ansetzen, dass mehr Frauen und dann eben davor junge Mädchen sich für MINT, also für Mathe, Informatik, Naturwissenschaft und Technik interessieren und begeistern. Und zu der Debatte gehört eben auch dazu, dass wir schon von unten auch sehen müssen, wo kommt der Nachwuchs her. Und wenn ich nur 15% maximal, Berlin ist mir da sogar recht gut, 15% Frauen in diesen MINT-Ausbildungsberufen oder Studiengängen habe und feststelle, dass schon in der 5. Klasse interessieren sich die Mädchen noch genauso für Mathe und schätzen sich noch selber genauso gut ein. Und in der 8. und 9. Klasse ist das schon nicht mehr so. Dann passiert ja schon ganz früh eine Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung nach den stereotypen Rollenbildern. Und ein Punkt, wo ich mich sehr engagiere, jetzt auch im Berliner Abgeordnetenhaus, weil das können wir als Landespolitiker auch unmittelbar machen, dass wir eine bessere Berufsorientierung in diesem Bereich MINT brauchen und da schon ganz früh anzusetzen. Denn ansonsten kriegen wir einfach in der Masse nicht den Nachwuchs, den es braucht. Aber bis die, ein Aspekt. Bis diejenigen, die dann hoffentlich als Schülerinnen jetzt künftig mehr MINT-Fächer belegen werden, dann bereit sind, in den Vorstand zu gehen, dauert es ja ein Weilchen. Was ist denn dann aber Ihre Antwort, so dass es dann jetzt ein bisschen schneller geht, wie Sie sagen, es wird keine Quote geben, das ist nicht die Lösung. Was ist dann Ihre konkrete Empfehlung, weil mit den schönen Reden, die wir gerade gemacht haben, bewegt sich dann nicht so viel. Was ist das, was die konkreten Maßnahmen? Über Quote habe ich noch gar nicht im Einzelnen gesprochen. Ich habe erstmal versucht darzulegen, dass das Problem vielschichtiger ist und tiefer ist. Und meines Erachtens natürlich für die Politik wahnsinnig praktisch ist, so eine Quote, mache ich ein Gesetz und dann sage ich, zack, habe ich jetzt richtig was getan für die Frau. Mal ganz ehrlich, wenn eine Frau im Aufsichtsrat, wenn ein oder zwei oder drei Frauen mehr im Aufsichtsrat sitzen, ändert sich das Klima für mich als weibliche Mitarbeiterin in einer Abteilung, wo ich sehe, dass da immer noch Teamleiter größtenteils männlich sind, oder dann auch Abteilungsleiter und so weiter. In den Konzernen gibt es ja eben auch noch eine ziemliche Hierarchie. Dann ändert sich ja unten noch nichts. Deswegen meine ich, müssen wir uns um Nachwuchs kümmern. Aber, das wird jetzt der zweite Aspekt, über den wir auch diskutieren können, eigentlich statt von oben immer zu sagen, Vorstände, Aufsichtsräte, müssten wir doch dafür sorgen, dass unten bei den Teamleitern schon mindestens genauso viele Frauen repräsentiert sind, wie tatsächlich Mitarbeiterinnen auf dieser ersten Unternehmensebene. Und wie kann das erreichen? Zum Beispiel, indem sich die Unternehmen ganz klar diese Ziele selber geben. Das tun sie ja nicht. Nee, bisher gibt es ja keine konkreten Ziele, was das, das ist das sogenannte Kaskadenmodell, was es in der Wissenschaft ja schon gibt, tatsächlich von unten die Teams so aufzubauen. Da tut es, glaube ich, erstmal sogar fast noch mehr weh, als wenn man sagt, okay, wir nehmen da mal eine Frau mit in den Vorstand. Um es ein bisschen Kontroverse reinzubringen. Also ich glaube, dass die Unternehmen einerseits es eigentlich einfacher könnten, von unten aufzubauen, aber dass das natürlich in viel größerem Maße bedeuten würde, sich auf viel mehr Positionen zu bemühen, dann da auch die Teamleiterin und höher dann die Abteilungsleiterin einzubringen. Aber ich finde, das ist tatsächlich der nachhaltigere Ansatz von unten anzufangen. Kann ich das kommentieren? Ja. Wenn Sie die aufsparen, dann ist es ja noch weil natürlich, das ist jetzt wieder andere. Also, es ist natürlich beides passiert. Das ist natürlich die Lösung, dass beides passieren muss. Also man braucht um diese Leuchtturmbesetzung von Frauen in hohen Wir fordern keine Quote. Die Quote ist hoch, insofern als die Mädchen zu einem Umdenken führt. Das sehen wir in Deutschland, das sehen wir auch in Norwegen, das sehen wir auch in Frankreich. Die Länder, die Quote für die Aufsichtsräte haben, die Quote werden erfüllt. Sie führen aber eher von der Haltung her, eher zu einer trotzigen, okay, das müssen wir machen, das machen wir, das wozu wir juristisch verpflichtet sind. Sie sind fast eher hinderlich für das wirkliche Umdenken, was in Ländern wie Schweden und in den USA tatsächlich stattgefunden hat. Da gibt es keine Quoten, da gibt es den öffentlichen Druck, der
alles aus, wie stecken sich das, und das ist das ganze Geheimnis, und was auch bei der BSR der Fall ist, die stecken sich an ein strategisches Unternehmensziel. Wenn das mit all den Konsequenzen, die das hat, wenn das nicht geschieht, dann gibt es auch keine wesentliche Veränderung. Wenn es ein hochrevidiertes strategisches Unternehmensziel ist, das sich als Change-Projekt sozusagen durch alle Ebenen zieht und dazu gehört, wichtige Besetzung im Top-Management mit Frauen, um anderen Frauen im Unternehmen zu zeigen, da können sie hin, das können sie hier werden. Die engagieren sich auch ganz anders, denn sie sehen, dass der Weg nach oben nicht da aufhört und man keine Chance hat, dass sie abstrampelt und dann irgendwann verlassen sie die Frauen im Unternehmen. Und sehen den Unternehmen, die entweder ihnen mehr Chancen bieten, oder sie werden selbstständig, machen selbstständig, das sehen wir hier hauptsächlich. Das heißt, es sind eben beide Probleme. Man muss das von unten aufbauen und es gibt ja Unternehmen, auch die zum Beispiel die VW hier in Berlin, die oder also eben die arbeiten auch so, die ihren Manager das die Zielvorgaben zeigen. In den nächsten 5 Jahren entwickelst du unter dir so und so viele weitere Punkte. Realistische Ziele mit realistischen Zeitplan und wenn die nicht erfüllt, dann nicht vom Bund. Aber es gibt dann auch die Ausrede, es liegt gar nicht an mir oder an meiner Führungsqualität, sondern es liegt an den Frauen. Die wollen die Führungsqualität und die Stimme gemacht haben. Die Frauen machen. Also habe ich natürlich auch schon gehört. Ich habe ja nicht immer in einem Landesunternehmen gearbeitet, sondern vorher ja auch in einem Wirtschaftsunternehmen. Und war sehr lange in der Wirtschaft und war sehr lange für den Zeichenvorstand, und war sehr lange für den Zeichenvorstand, also der Logistik betreut hat als HR-Business-Partner unterwegs und da war halt auch immer dieses Thema, ja, Betriebsleiter und es gibt keine Frauen. Es ist schwieriger, man muss sich mehr Mühe geben und da hat der Ansatz auch ganz gut funktioniert, zu sagen, wir machen das, wie Sie das vorgeschlagen haben, wirklich von unten. Wir haben sehr viel Genieß reingenommen, um den Druck von unten zu erhöhen, weil wir eben gesehen haben, dass die Bestimmte, gerade diese technischen Rollen, extrem schwierig ist, weil da ist der Markt einfach auch sehr, sehr dünn. Also das ist schon tatsächlich so, dass in den technischen Berufen, wenn sie eine Top-Führungskraft suchen, die sich wirklich schwer tun. Ja? So, ich glaube, wenn wir über Vorstandsrollen reden, mir ist nicht klar, warum man einen Vorstand, der, sag mal, 6, 8 Mitglieder hat, man Ingenieur sein muss. Also selbst bei technischen Unternehmen, weil am Ende da schraubt keiner mehr selber und da geht es im Wesentlichen um Führung, da geht es um strategische Kompetenz. Und natürlich ist klar, ob gut ein Ingenieur im Vorstand ist, aber müssen es alles Ingenieure und Wirtschaftswissenschaftler sein? Ich glaube es nicht. Und von daher, sage ich mal, wenn ich mich da selber mal vergleiche mit diesen Bubbles, also ich erfülle die meisten, was ich nicht erfülle, ist das offensichtlich relevant. Ich kann das mit den 65, ich kann es mit Deutschland ausgebildet, im Ausland war ich auch. Ich bin keine Juristin und kein Wirtschaftswissenschaftler oder Ingenieur. Ja? Ja, genau so. Also, weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt genug Frauen. Ja? So. Das ist am Ende eine Ausrede. Ja, aber die Vorbildfunktion spielt eine Rolle. Je mehr Frauen sich zu lernen, desto eher sind Frauen bereit, um zu folgen. Das glaube ich schon, weil ich merke halt immer, und das ist jetzt. Ich sage mal, Erfahrung aus also 20 Jahren Personalchef, dass wir Frauen an, nicht an allen Stellen, aber an ein paar Stellen auch immer eher sagen, traue ich mir das wirklich zu? Also der Klassiker für mich zum Beispiel ist, ein Mann kann 3 Worte Englisch und schreibt Verhandlungsprogramm. Ja, eine Frau war im Studium 2,5 Jahre in den USA und na, ob mein Englisch schreibt. Also das ist so ein bisschen, glaube ich, auch so ein Ding zwischen Männern und Frauen, wo eben der Unterschied ist. Männer trauen sich prinzipiell irgendwie mehr zu. Ja, ich glaube, dass da Rollenmodelle helfen. Deswegen bin ich wahrscheinlich die Einzige, die wirklich sagt, ich glaube, diese Punkte wird es ändern. Ja, und ich bin dabei, dass das erst eine Bockigkeit erzeugt. Aber es wird irgendwann zur Normalität und irgendwann redet keiner mehr drüber. Und ich glaube, durch die Zeit nicht so einfach durch. Das ist eine gute Effekte, dass sie andere Fakten geschaffen hat. Ne? Also die Frauen sind gefunden worden. Und der tolle Effekt dabei ist, die Unternehmen haben gelernt, sie zu finden. Und dahinter können sie auch nicht mehr zurück. Sie haben Jahrzehnte lang wirklich. Es gab ja eine Zeit in die Selbstverpflichtung, die zu nichts geführt hat, wo immer entschuldigt wurde.
Und sie sind kein Deut weniger qualifiziert als die Männer, die da in den Aufsichtsräten sitzen. Und keiner fragt mehr, ob sie da als Quotenfrau reingekommen sind oder nicht. Die Männer sind auch aus irgendeinem der geringfügigste Grund, in einen Aufsichtsrat zu kommen, ist die Qualifikation. Es gibt immer, es, und wir haben ja de facto im Moment eine Männerquote. Also so wollen wir das ja auch reden. Und das diskutiert man ja niemand mit hier als Quotenfrau. Aber die machen eine sehr gute Arbeit, die sind nicht so qualifiziert wie die Männer, die da drin sind. Aber was natürlich wichtig ist, sind Quote ist so ein Reizwort. Ziele, wenn man das Wort Ziel benutzt, anstatt Quote, interne, feste Ziele sind unabdingbar, sonst geht es nicht. Also man muss sich schon ein Ziel setzen, das einigermaßen realistisch ist und das ist und möglicherweise, das machen eben einige Unternehmen, wie ich schon sagte, auch funktionieren, wenn es nicht erreicht wird, Inhalt des Unternehmens. Sonst sind diese, wie ich schon sagte, diese starren, eingefahrenen Verhaltensweisen nicht zu ändern und nicht zu überwinden. Und dafür ist es wichtig, das soll die Arbeit sein. Was, glaube ich, bei der BSR auch eine Rolle spielt, ist ihre Vorstandsvorsitzende. Das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt. Wenn die oberste Unternehmensführung ganz klar und laut signalisiert, das ist eine Priorität, so wie ich eben gesagt habe, wenn man es zum strategischen Unternehmensziel macht, und das dann auch laut sagt, eine Ansage macht auch an das Management, das soll sich ändern, wir brauchen diese Frauen. Wir brauchen sie als auch aus unternehmerischen Gründen, nicht irgendwie, weil es gerechter ist, nur. Nicht weil es irgendwie, ja, die Frau soll auch. Also tatsächlich gemacht aus unternehmerischen Gründen. Und dann das aber eben auch glaubhaft vorleben. Ja? Und das eben auch durch diese Besetzung ganz eben zeigen, selber machen. Ne? Also das ist auch ein Problem in den Vorständen, dass sie Sachen sagen, ja, Frauenförderung ist richtig wichtig, aber sie selber nehmen sich davon erstmal aus, sie sehen sich selber nicht als betroffen sozusagen. Frau Jesper, ist das der richtige Weg, um die Tonmasse zu überzeugen, auch Tamaras und Tabeas einzustellen? Und zwar so, dass wir dann von Frau Ankersen im nächsten Menschenstagnation präsentiert bekommen, sondern ein deutliches Plus. Für Tabea oder Tamara ist es oft auch ein bisschen komplizierter. Vielleicht hat zwischen Tabea und Tamara einen Unterschied. Tamara hat zwei Kinder, die sind 9 Monate und 4 Jahre alt. Ein Erzieherfall. Und Tamara fragt sich jetzt, also wenn ich tatsächlich allein die nächste Stufe Unternehmen nehmen möchte, dann muss ich ja hier abends bis 19 Uhr eigentlich sitzen, so wie mein männlicher Teamleiter auf der niedrigsten Ebene ja auch schon. Und wer holt denn dann eigentlich mein Kind aus der Kita ab? Mein Mann kann ich überreden, der macht das einmal die Woche. Der hat ja auch einen Job. Dann habe ich irgendwie vielleicht noch, wenn ich mir gut organisiere, Babysitterin, aber will ich tatsächlich jeden Nachmittag jemand anders mein 9 Monate altes Baby, nehmen wir mal an, das ist dann schon in der Kita, nicht sehen und meinen 4 Jahre alten Sohn auch nicht. Und da habe ich einen wesentlichen Unterschied zu Schweden festgestellt, als ich im Unternehmen war. Da war es gang und gäbe, dass nachmittags ab 4 sowohl Männer als auch Frauen in der Regel nicht mehr am Platz im Büro saßen, sondern Kinder von der Kita oder der Schule abgeholt haben, aber dann selbstverständlich in höheren Positionen muss man einfach auch wahrscheinlich viel arbeiten, dann eben von zu Hause nochmal 1-2 Stunden am Abend gearbeitet haben, E-Mails abgearbeitet haben und dann nochmal erreichbar waren. Aber es war klar, bei einer vollen Stelle, 16 bis 19 Uhr circa, ist man jetzt eben nicht präsent und sitzt nicht auf seinem Sessel. Und da, denke ich, muss sich in den Unternehmen noch viel ändern. Und ich glaube, es tut sich schon einiges, weil die Digitalisierung ja auch schließlich ganz gut ist, wenn man mobil arbeiten möchte. Ich meine damit nicht, dass Sie mich falsch verstehen, eine rund um die Uhr Erreichbarkeit. Ich meine, dass wir in zunehmender Digitalisierung auch ganz klar festlegen müssen, mit Chefs und Chefinnen, wann bin ich eigentlich nicht erreichbar. Und ich finde, es sollte aber dann auch Möglichkeiten geben, zu sagen, ich arbeite Vollzeit, gehe um 16 Uhr und arbeite von zu Hause noch mal eine Stunde oder zwei und richte mir das dann dementsprechend ein. Da gibt es Regelungen in Deutschland, die sind noch sehr veraltet, wie das Arbeitszeitgesetz, was natürlich auch in gewisser Weise eine Schutzfunktion
haben soll, was aber nicht mehr zu unserem digitalen und auch ortsunabhängigen Arbeiten passt. Und ich meine, hier müsste man ansetzen, auch diese Kultur zu ändern. Dann würde man sich nämlich als Tamara nicht mehr verpflichtet fühlen, seinen Job auf 25 Stunden, 30 Stunden zu reduzieren. Und dieses Reduzieren macht ja schon bei den männlichen Kollegen so, ah ja, okay, die macht jetzt Familie, die müssen wir irgendwie gar nicht mehr berücksichtigen. Das macht so viel in den Köpfen in Deutschland noch aus, dass ich denke, dass das wirklich ein wesentlicher Punkt ist, da nochmal anzusetzen, auch über diesen Aspekt, um das Ganze nochmal ein bisschen zu öffnen, nachzudenken. Ein zweiter Aspekt ist mir auch noch aufgefallen, auch aus meiner Unternehmenspraxis. Und das belegen die Zahlen. Es ist so, wenn man über betriebliche Weiterbildung sich die mal anschaut, dann gibt es auch in diesem Bereich eine ungleiche Verteilung. Mehr Männer machen auch eher sozusagen nach oben gerichtete Weiterbildungen im Betrieb und Frauen haben einen geringeren Anteil an den betrieblichen Weiterbildungen und gehen dann auch eher in der Qualifikation in die Breite, nicht so sehr nach oben in die Vertikale. Und ich glaube, dass da ganz viel mittelbar passiert, auch bei Teamleitern. Wer wird eigentlich wie schnell benannt, um für so ein Nachwuchsmanagerprogramm da reinzukommen? Wer kriegt welche Weiterbildung bezahlt? Da geben Arbeitgeber im Schnitt weniger für Frauen aus als für Männer. Ich glaube, da muss viel mehr Bewusstsein noch her, dass man die Frauen nicht abmeldet. Und die Idee wäre es doch eigentlich, wenn in dem Gleichstellungsbericht, den ja jetzt mittlerweile auch Unternehmen auf einer bestimmten Größe machen müssen, nicht nur die bisherigen Kennzahlen, sondern auch mal, wie viel Weiterbildung horizontal, vertikal gibt ihr eigentlich, habt ihr im vergangenen Jahr für Frauen und Männer eigentlich ausgegeben? Gut, ich muss nochmal bei Jahrtagen mal, sind gerade ein bisschen bei der Frage ausgewichen und auf das Arbeitszeitgesetz gegangen. Hier geht es aber um den Thomas selbst, der Tobias und Tamaras einstellen soll. Sozusagen, was muss bei den Vorständen selbst, bei den Männern selbst, das ist erstmal eine ganz natürliche Reaktion. Ne? Das ist ja in Gesellschaft gleich und gleich gesetzt sich gern. Und es bedeutet natürlich auch mehr Arbeit, sich darüber Gedanken zu machen. Ich könnte ja auch jemand anders fordern als sozusagen mein Mini-Me. Und das ist also erstmal unmöglich. Aber ich glaube, in der Wirtschaft ist mittlerweile auch angekommen, dass es so nicht weitergeht. Und ich glaube, das öffentliche Bewusstsein verändert sich auch ganz leicht, dass es irgendwann peinlich ist, wenn da nur noch Männer sind. Insofern finde ich den Aspekt, da an Zielvereinbarung anzuknüpfen, was den Bonus angeht, eigentlich ganz charmant, weil das unbequem, das ist Arbeit und wenn das als Ziel in der Zielvereinbarung drinsteht und man kriegt ein bisschen weniger Bonus am Ende des Jahres, wenn man das nicht macht. Ich glaube, es ist so eine Sprache, die Thomas irgendwie auch entsprechen würde, ein bisschen mehr Mühe zu geben. Meine Meinung wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Meine Erfahrung im Unternehmen ist, diese Zielvereinbarung, das ist schon ärgerlich, wenn man das nicht 100% erreicht. Jeden. Thomas. Wir haben jetzt Zeit für zwei sehr kurze Fragen. Vorne wartet vor schon eine. Ich komme einmal kurz zu Ihnen, wenn Sie sich kurz einmal vorstellen. Und bitte kurze Frage. Geht Sie das ernst auch, oder wie es Ihnen, wie Sie das gerne sagen, der Punkt, wir haben nicht genug qualifizierte Kräfte, um Thomas oder wenn man im Journalismus guckt, es gibt auch nur ein Quote, es gibt wahnsinnig viele Top-Journalisten, aber ganz wenige Chefredakteure. Ist jetzt nicht das Vorstandsproblem, aber es ist das Vergleich. Also ich glaube nicht, dass die Qualifizierung die entscheidende Frage ist, wenn man tatsächlich eine Auswahl. Kann ich das jetzt mal konkret machen? Irritiert, dass Sie solche Hemmungen vor der Quote haben. Und ich danke Ihnen, Frau Büchner, dass Sie davor keine Hemmungen haben. Ich meine, es soll von unten kommen, sagen Sie, Frau Jasper-Winkler. Und Sie sind ganz viele Frauen. Es gibt auch ganz viele Teamleiterinnen. Und es geht bis zur Abteilungsleiterin, aber es geht nicht darüber hinaus. Und es muss von oben kommen. Meine Meinung ist, es muss von oben kommen. Ich habe die Erfahrung in Verlagswesen gemacht. Ich habe erfahren, dass Frauen super pünktlich sind. Sind und faule Männer wiederholen. Wirklich faule Männer, solche, die zwei Stunden lang
Mittagspause waren, die montags zu spät kamen, die freitags zu früh gingen. Und trotzdem haben die es geschafft. Hier soll doch niemand was von Leistung sagen. Und noch ein Wort für Quote. Es hat diese Initiative Frauen in die Aufsichtsräte gegeben, die es geschafft hat, die Quote einzuführen. Wir haben alle gesehen, mit der Quote geht es. Warum haben wir also Gründungsrechte? Zum letzteren Punkt, Frau Junge, immer. Also, es gibt ganz viele Frauen, ist ja nicht, die schon in Führungspositionen sind, ist ja statistisch ist es ja nicht. Wenn man sich das anschaut, allein, und das finde ich den eigentlichen Skandal, in den Bundesministerien gab es ja eine tolle Auswertung, jetzt von der Zeit Online, die sich das alles mühsam, der Zeit Online veröffentlicht, mühsam ausrechnen mussten, wie ist das denn jetzt eigentlich in den unteren Ebenen? Und da hat man schon festgestellt, es geht schon bei der Referatsleiterebene los, in öffentlichen Ministerien. Also, und ich kann nicht bestätigen, dass in allen Branchen in der freien Wirtschaft auf der untersten Teamleiterebene schon genauso viele Männer wie Frauen sind. Es ist nicht der Fall. Selbst bei Abteilungen, wo wir viele, viele Frauen mittlerweile haben, im juristischen Bereich, 50% Frauen, sogar mehr in den Unternehmen, sind die Teamleiter auf niedrigster Ebene, auf erster Ebene, da fängt es schon an, dann doch immer noch mehr Männer. Insofern ist es nicht so einfach zu sagen, es gibt ja ganz viele, auf der unteren Ebene, das würde da nichts bringen. Ich glaube, das würde da sehr viel bringen. Dann hätte man nämlich als Frau ein unmittelbares Vorbild auf der nächsten Teamleiterebene und auf der Abteilungsleiterebene. Ich finde das eigentlich viel, viel effektiver, also viel weitgehender als die fernliegende Aufsichtsratsquote, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, aber ist das Vorbild eine oder zwei Aufsichtsrätinnen mehr in einem Konzern für mich unten tatsächlich das Riesenvorbild? Ist es nicht viel effektiver, wenn ich mehr weibliche Vorgesetzte habe, die dann auch verstehen können, weil sie nicht abgehoben irgendwelche Aufsichtsräte sind, wie man das ganz konkret mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf besser organisieren kann. Ich finde das eigentlich viel interessanter als irgendwelche Aufsichtsräte. Und dann die Ausrede zur Qualifikation, die Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften. Nicht in allen Bereichen ist es so, dass man sozusagen mit allen Qualifikationen tatsächlich auch in leitende Funktion kommt. Mit einem eher technisch geprägten Konzern ist es nach wie vor so, dass tatsächlich auch die, die dann verstehen, in einem Energieversorgungsunternehmen zum Beispiel, wie Kraftwerk läuft, auch eher die Kompetenz zugeschrieben bekommen. Das mag man jetzt für falsch halten oder nicht, ist meine Erfahrung, wie das Unternehmen tatsächlich geführt wird. Jedenfalls ja eigentlich. Insofern ist es natürlich schon ein Punkt, wenn ich schon auf der Ebene in dieser Branche, in anderen mag das anders sein, so wenig Frauen habe, in den Ausbildungsberufen und Studium nur 11%, 12%, und wie viel kommen denn in den Unternehmen und dann auf der nächsten Ebene überhaupt an? Das ist ja marginal. Wir haben ja gesehen in den Vorständen, wenn man jetzt das, was ich vorhin an die Wand geworfen habe, als Ausgangspunkt mit 50% Wirtschaftswissenschaftler in den Vorständen. Wir haben bei den Wirtschaftswissenschaftlern seit Jahren mehr weibliche, also nur seit 2012 sind es mehr weibliche Abschlüsse als männliche, und in den Jahren zuvor war es kurz darunter. Also das ist schon seit einer geraumen Zeit haben wir, also Frauen interessieren sich nicht für Wirtschaft oder studieren das falsch. Das ist in dem Fall totaler Quatsch. Die gibt es, ganz viele. Was wir ganz klar haben, weiß auch jeder, ist diese sogenannte linken Pipeline. Und ist ins mittlere Management sind Frauen noch ganz gut vertreten. Und dann wird es mit jeder, vielleicht überhaupt nicht jeder Energiestufe, aber mit Frauen, was Karriere betrifft, Frauen haben eine Tendenz, ihren Job perfekt machen zu wollen. Männer füllen die gleiche Position etwas anders aus. Die machen genau das in der Regel, was nötig ist, um die nächste Stufe zu nehmen. Also es gibt ein anderes Verhalten. Ne? Also man hat einen Auftrag, eine Führungsposition auszuüben, und Frauen versuchen tatsächlich, die Aufgabe zu erfüllen. Die Männer tun den Teil der Aufgabe, der sie weiterbringt, der sie sichtbar macht. Und so. Das ist ein anderes Verhalten. Und so kann man sagen, ja, Frauen sind defizitär, weil sie verhalten sich nicht so wie die Männer. Aber genau da muss man ja wegkommen.
diese blöde Schablone, dass das männliche Verhalten, das einzig Mögliche und das Beste ist. Das ist nicht so. Frauen verhalten sich anders und das ist völlig in Ordnung. Der Schlüssel liegt darin, wenn man mehr Vielfalt will, das gilt nur für Männer und Frauen, das gilt dann eben auch für Leute mit einem anderen Hintergrund, mit einem anderen ethnischen Hintergrund oder so, eine tatsächliche Offenheit für unterschiedliche Verhaltensformen zu schaffen. Dass eine Frau nicht laut hier schreit, ist das wirklich ein Defizit, dass eine Frau eher ihre Kompetenz nochmal überdenkt, also dass man nochmal eine Runde mehr nachdenkt und sich selbstkritisch hinterfragt, ist das wirklich ein Defizit? Kann man sich auch anders sehen und kann man nicht auch sagen, auch das ist völlig legitim, sich so zu verhalten, da müssen wir ja hinkommen. Es gibt unterschiedliche Formen von Führung, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, diese Rolle auszufüllen. Und es ist nicht nur diese traditionell männlich breitbeinige, am lautesten Hirschrei-Art, die die beste ist. Es gibt auch andere Alternativen und die muss man einfach anerkennen als genauso legitim. Ne? Also gucken Sie sich den Wechsel Schröder-Merkel, wenn man jetzt in die Politik geht. Schröder mit seinem Wasser-Stil in dieser Talkrunde, an die wir uns wahrscheinlich alle erinnern, man müsste die Kirche im Dorf, das ist wahnsinnig, also Prototyp männlicher Wasserführung. Und dann Merkel mit ihrer leisen, aber unglaublich effektiven und unheimlich zielführenden Art. Es gibt unterschiedliche Stile. Ich will nicht sagen, dass alle Frauen so führen wie Frau Merkel und alle Männer. Das ist nicht so. Da gibt es ganz viel dazwischen und das ist bei Männern und Frauen auch verteilt. Aber was ich sagen will, ist, es muss ein Umdenken geben. Wie wollen wir oder was ist gute Führung? Und da sind Frauen definitiv nicht schlechter. Es geht auch darauf an, wie man es sich anguckt. Vielen Dank. Wir sind am Ende angekommen. Es gibt noch weitere Fragen, vielleicht können wir im Anschluss noch kurz geklärt werden. Ich würde ganz kurz zur Abschlussrunde kommen wollen. Auch gerne bei Ihnen anfangen, Karin, wenn wir uns in einem Jahr hier wiedersehen. Wie zuversichtlich sind Sie, dass wir uns dann andere Zahlen, also keine Stagnation, sondern plus wieder sind hier? Ich würde ja diesen Job nicht machen, weil ich gnadenlos optimistisch bin. Und wir haben uns in unserem letzten Bericht auch die Zielsetzungen der Börsenunternehmen angeguckt. Und die Hälfte der Unternehmen hat sich bis 2022 das Ziel gesetzt, 0 Frauen im Vorstand. Das ist auch mal, das habe ich jetzt vorhin nicht mit erwähnt, aber das ist irgendwie. Und das wissen ganz wenige. Wir arbeiten auch damit, das öffentlich zu machen. Und es gibt jedes Mal einen Aufschrei inzwischen. Also es gibt eine Entwicklung. Und ich glaube, mit dem, was wir tun, das wirklich mit an die Journalisten zu tragen, die das dann auch schreiben und das ist den Unternehmen dann aber selber nicht erklären, wie kann das ein Ziel sein, 22 Millionen Frauen, es kann kein Ziel sein, das ist ein Zustand, okay, kann auch passieren, aber es kann auch unmögliches Ziel sein. Also ich hoffe, dass die Zielsetzung sich auch mit unserer Arbeit sozusagen ändern kann, dass sie das revidieren, wir wissen das schon vor 2 Millionen, wie wir das gerade tun. Und dass das dann auch, ein Jahr ist ein bisschen kurz gesprungen, 2, 3 Jahre möchte ich prognostizieren, hier nicht ganz schnell weiter. Aber ich glaube nicht, dass das weiter so geht, sondern dass das exponentiell steigen wird, weil es nicht anders geht. Sind Sie auch so optimistisch? Also ich bin nicht optimistisch. Ja, weil wir reden gerade nicht lange über dieses Thema. Und wenn man auch hier in die Runde guckt, ich sag mal, die Männer, die hier sind, kriegst gerade, glaube ich, noch in einer Hand, aber vielleicht eine Hand und einen Finger. Es reden auch immer Frauen mit Frauen darüber, warum Frauen nicht erfolgreich sind. Ich glaube, wir brauchen die Quote und ich glaube, wir müssen auch dieses Scham ablegen, zu sagen, nein, ich will keine Quotenfrau sein. Ich hätte kein Problem damit, also wenn jemand Vorstand sucht und steht zur Verfügung auch als Quotenfrau, ich glaube, wir müssen da durch. Ich bin immer noch für den nachhaltigen Ansatz. Wir waren uns ja auch insofern einig, dass vieles zusammenkommt. Genau. Es ist eben kein einfaches Thema. Frau Ankersen sagte eben auch, es gibt unterschiedliche Arten zu führen. Das ist ja auch eine tief verankerte kulturelle Frage. Und als Politikern frage ich mich natürlich, was können wir denn eigentlich unmittelbar tun? Und da sind die Antworten natürlich nicht so einfach, wenn es um ganz tief liegende kulturelle Verständnisse und Rollenbilder geht. Ich bleibe dabei, dass es viele, viele Dinge gibt, die man verbessern müsste. Rahmenbedingungen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, von unten aufbauen. Ich bleibe bei meinem Lieblingsthema mit MINT. Das löst nicht alle Frauenführungspositionen aus. Das verstehe ich. Aber
Thema, weil es da auch sehr gut bezahlte, interessante Perspektiven gibt, wo die Frauen sich bisher für zum Teil nicht so erschließen. Und ich denke tatsächlich, dass der Ansatz auch Zielvorgaben und Zielvereinbarungen reinzugehen, ein bisschen das Geld geht, doch vielleicht ganz sinnvoll wäre, um ein bisschen Druck in die Sache reinzubringen. Jetzt eine fixe Quote auf jeder Unternehmensebene gesetzlich vorzugeben. Bei Quote denkt man immer sofort an 50%. In allen Branchen. Ja, aber das ist ein erheblicher Eingriff natürlich in preiswirtschaftliches Handeln. Mit den Konsequenzen, die man dann auch tragen muss, wenn man vorgibt, ein Unternehmen vorgibt, 50%, wenn man doch eine Frauenanteil von 20% zum Beispiel hat, in allen Ebenen so durchzusetzen. Ich weiß nicht, ob das in unserem Sinne ist. Ich glaube, man muss es Schritt für Schritt aufbauen, ehrgeiziger aufbauen als bisher, sich bessere Ziele nehmen und von unten aufbauen. Vielen Dank. Vielen Dank an Sie, dass Sie uns zugehört haben, dass Sie mitdiskutiert haben. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Nachmittag und